Hallo und herzlich willkommen. Assassin's Creed 3 ist jetzt am Start. Und ja, letztes Mal voll verpennt mit der Zeit. 21 Minuten erstmal locker gemacht. Und das ungewollt. Es gibt Gerüchte über Falschgeld aus dieser Gegend. Zweifellos stammt es von Thomas. Was soll das? Das ist kein Geld. Nur buntes Papier. Du hast mich zum letzten Mal betrogen. Wache! Den holen wir uns. Ah, halt. Nee, wir müssen den verfolgen. Wenn du einen und ich schon total voll, dann zieht er doch nur ständig den Arsch. Kümmert sich schon. Ach, ich hasse Verfolgen. Echt ohne Scheiß. Du hältst dich wohl für ein ganz helles Kerlchen, was? Wenn du einen und ich schon total voll unter den Tisch gepisst, diese Drecksarbe, kümmert sich schon leicht. Ah ja, guckt man hier so. Aber sind aber bin ich gerade versteckt. Na komm schon, jetzt so. Also diese Wörter hier, habt ihr gerade gehört, Hurensohn. Wie können die Wachen ihre Anwesenheit tolerieren? Außer vielleicht. Machen die da? Die rangeln. Alter, hat er den voll in die gegeben. Oh, das war so ja richtig. Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich. Wobei ich muss sagen, ich glaube, ich habe das letztens auch so gemacht. Ach nein, ich lasse das. Das Schlimme ist ja, ich mecker darüber, dass man das Assassin's Creed eigentlich nicht machen sollte, aber ich mach's trotzdem manchmal. Ah, nun komm jetzt hier. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, ob er meinen Hund gerade hört. Der riecht mich gerade momentan ein bisschen auf. Oh. Eine Belauschung. Ach, was will der denn hier? Ah, das war schon falsch. Ach, kommt jetzt hier. Zu langsam. Alter, der hat mich voll umgeboxt. Vor allen Dingen, warum hat ich gerade bei Effekt steckte Klinge ausgewählt? Der hätte ihn schnell tot gemacht. Okay. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der. Was? Wo sind wir denn jetzt hier landet? Versteckt die Blüten besser. Die Wache ist hinter uns. Wie? Was ist passiert? So ein Krämer ließ mich auffliegen, rief nach der Wache, doch ich konnte entwischen. Der Boss wird stinksauer sein. Nicht so, wie wenn er mich geschnappt hätte. Und? Wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Alter, aber großer Kreis, was das angeht, hat zum Belauschen. Okay, man hätte das auch so machen können. Das ist natürlich dann einfacher, als wenn man da unten lang geht. Ah, das hat der Assassin's Creed schon immer geschafft, dass man dann irgendwas, wenn man ein bisschen falsch gegangen ist, noch immer war man richtig da, weil sie da den Ladepunkt gesetzt hatten. Müsste man eigentlich auch noch ändern, dass man da hinkommt, wo man eigentlich auch wirklich war. Unterstützt die Gemeinde. St. Mary sammelt Spenden, um den Stromschaden am Kirchturm zu reparieren. Gott segne alle pflichtbewussten Bürger.
Was man eigentlich auch noch ändern müsste, ist mit der Sicht jetzt hier, also jetzt, weil er in Sicht, weil ich das sehen muss, wenn ich zum Beispiel so stehe, ich sehe ihn nicht, aber er ist trotzdem da, also er sagt mir hier nichts. Ey, kommen die zu uns? Aber das interessiert uns nicht, alles klar. Die wollen nichts von uns, ist ja auch sehr gut. Ah, scheiße. Ich wollte nicht wegrennen, weil dann jetzt immer... Oh, wir haben 250 erhalten. Sehr gut. Wenn man zu schnell wegrennt, dann geht die Leiste nämlich schneller voll. Und das ist dann natürlich blöder. Aber hätte es in dem Fall vielleicht funktioniert. Ja, wie? Jetzt steh ich hier unten. Na, was denn nun? Mal steh ich oben, mal steh ich unten. Was sind denn für scheiß Ladepunkte? So, jetzt erstmal wieder kurz Aufträge machen. Ja... Unser Metzger hat es geschafft. Halt. Doch, war richtig. Ach ja. Jetzt soll ich ihn nochmal umdrehen. Ja, tut mir echt leid, aber Verfolgungsdinger sind echt langweilig irgendwo. Weiter. Könnte man hier auch noch irgendwo lang? Naja. Na, versteck dich mal wieder. Ach, ey, warum hätte man nicht hier den Ladepunkt setzen können? Ich meine, das wäre doch viel geiler. Da muss man ja nicht so weit wieder laufen. Wir kriechen hier rum. Ah, kann man das Vieh auch abstechen? Sieht so aus. Da hat der zum Beispiel, man sieht ihn eigentlich nicht, aber er meint, wir müssen ihn nicht angucken, so wie jetzt. Also das ist voll auf die Kamera fixiert, auf alle Fälle. Die nutzen die Kamera für halt diese, ja, es hat mir gerade das Wort, Funktion. Nenn es Funktion. Ich komme gerade nicht auf das richtige Wort. Funktion ist auch das falsche Wort, weil ich meine. Na was nun, erzählt hier. Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute Nacht schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auch auf und halte Abstand. Zu fassen, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Revolution. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gibt. Gute Männer? Ernst? Na klar. Du und ich und Hickey. Pechvögel, die nur versuchen zu überleben in dieser kalten, grauen Welt. Jetzt haben sie keine Angst vor die Typen mehr. Ja, ist das Gespräch jetzt nun schon beendet oder was ist los? Der will hierher.
Nicht gut, aber wir können doch nirgendwo anders hin. Da könnte man hin, aber die sehen sonst. Aber das ist jetzt hier gerade wieder schön beschissen, weil der eine will laufen, der andere nicht. Ja. Na, das ging's jetzt gerade nicht. Ich musste das jetzt irgendwie beenden. Ach ja, Assassin's Creed ist echt anfehlerfällig. Für so kleine Dinge, das ist nicht wirklich ausgewogen. Dann sollen sie mal nicht innerhalb von einem Jahr rausbringen, sondern mal ein bisschen mehr Zeit lassen für sowas. Ach ja, ist doch gut. Reverend Julius Foster. Ich höre, was auf dem Mann passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute Nacht schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin. Natürlich passe ich auch auf und halte Abstand. Kaum zu fassen, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Revolution. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gesetzt hat. Die machen uns guten Männern alles. Ey, jetzt seh grad was. Ernst? Na klar. Du und ich und Hicky. Hey, Möbel, wir nur versuchen zu verlieren. Alter, auf. Oh, scheiße, das war halt schon. Athletisch, ne? Danke. Das ist halt scheiße, weil. Was die sagen heute nicht mehr? Was soll denn das? Wo soll man sich denn sonst verstecken? Ich meine, um im Kreis zu bleiben, kann man ja bloß hier. Oder oben irgendwie, dass man das dann doch hätte noch hochgekonnt. Sehr schön. Was geht's los? Ach so. Was soll das? Thomas Hickey? Vielleicht. Was geht's dich an? Sollte dein Orden nicht ausgelöscht sein? Schätze, dann muss ich das richtig stellen. Pack den! Ein Feigling, ey. Ladebildschirm, yay. Noch einer! Pack ihn! Der ist da drüben. Geht hier in die Hölle. Ah, Entschuldigung. Alter, da kam es mich jetzt gerade. Wo ist er? Bloß verfolgen? Muss ich ihn nicht? Fass das Geld an, du stirbst. Ich muss ihn da rammen, Mensch. Natürlich, das ist doch die behinderte Mission, wo ich ihn... Genau. Der Typ, der ist so schnell, das ist Wahnsinn. Da bin ich, glaube ich, letztes Mal 3-4 Runden. Oh. Ja, dann nicht. Ja, ist klar. Genau so ein Scheiß. Er kommt durch, ne? Ich nicht. Oh, ja, komm. Ey, ist so. Schnapp nur mich, ist in Ordnung. Ist voll in Ordnung. Alter. Verpisst euch hier alle. Hey, ich kann ihn noch, darf ihn noch nicht nur verfolgen, ich muss ihn noch schubsen. Hat er gerade nicht funktioniert. Ja, ist klar. Alter, nervt nicht. Nervt nicht, Leute. Echt. Ich brauche Hilfe hier. Ist das nervig? Das ist richtig nervig. Silber. Eine halbe Million.
Geld. Ja, schön für dich. Scheiße, wo bin ich denn lang gelaufen? Wo kommt das ganze Geld her? Hat ihn da weggeschmissen, Mensch. Alter. Wir werden jetzt hier 10 Stunden lang im Kreis laufen, nur um ihn zu erwischen. Ach, Alter, das ist doch so nervig. Ach, scheiße. Ja, verpisst euch alle hier sofort. Da vorne ist er. Oh, was sagt die Uhr? 16 Minuten, ich muss das jetzt in 4 Minuten schaffen. Der Countdown läuft, Junge. Musik passt ja dazu, ein bisschen. Oh, er ist von der Mission zurück. Alter, das ist doch so kacke. Vor allen Dingen, wir können ihn ja nicht mehr ansetzen, unser Assassin. Ach, ich renne hier schon wieder falsch. Wenn du meinst. Ah, kacke. Könnten da bestimmt auch. Ah, nein! Nein, komm schon. Oh, verdammt! Dit wär's gewesen. Fass das Geld an und du stirbst! Wie, Hansen? Ah, das ist doch so langweilig. Hände weg, das gehört mir! Jede Menge Geld! Jetzt! Ha, jetzt hast du einen Fehler, ey, mach CPU! Halt still! Du stiftest kein Unheil mehr. Du bist ein Narr, mischst dich in Dinge ein, die du nicht verstehst. Washington ist das Einzige, was die Kontinentalarmee zusammenhält. Tötest du ihn, stirbt auch jede Hoffnung auf Freiheit. Falsch, Bursche. Ohne ihn ginge die Verantwortung über an Lee. Und dann? Ihr seid beide verhaftet. Ach, kommt, war doch nur ein kleiner Streit, Officer. Ist nicht kriminell, wenn zwei Männer ihren Twist auf altmodische Art klären. Können wir uns nicht... Still! Aufgrund welcher Tat? Falschmünzerei! Damit hatte ich nichts zu tun. Natürlich nicht. Hör zu, hier steht Wichtigeres auf dem Spiel. Dieser Mann hat vor... Das war wohl nix. Etwas auf die Seite legen. Fortschritt ansehen. Ach, schade. Ich weiß gar nicht mal, wie viele Sequenzen wir eigentlich in dem Spiel hatten. Waren es 12, 13, 14 so in dem Dreh? Ich weiß das jetzt echt gar nicht mehr. Also wir sind jetzt momentan bei 7. Und wo wachen wir denn auf? Und zwar im Gefängnis. Und das ist jetzt, Leute, das ist wirklich das Geilste, was sie machen konnte. Hast mich vermisst, Süßer? Was? Nichts zu sagen? Wenn du hier bist, ist Washington sicher. Wahr. Aber ich glaube, ich wurde gerade begnadigt. Vielen Dank für die Rettung, Gentlemen. Es dürfen keine Fehler mehr passieren, Thomas. Ist das verstanden? Was ist mit dem Assassinen? Ja, er ist hier. Direkt in der Zelle neben meiner. Wir haben wohl doch nicht alle erwischt, was? Kümmert euch drum, Charles. Sofort, Sir. Grafikfehler. Was machen wir? Du bist der Bursche vom Kontinentalkongress. Adams, kleiner Schoßhund. Ich habe da eine Idee. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Erzähl. Wenn die Zeit reif ist. Der Assassine wird uns schon nicht davonlaufen. Zunächst sollten wir dir eine bessere Unterkunft suchen. Was redest du da? Ich dachte, ich komme hier raus.
Ich fürchte, du kommst ein Weilchen nicht raus, wegen Benjamin Talmadge. Er zerreißt sich das Maul, erzählt alles Mögliche. Du wirst verdächtigt, einen Anschlag auf George Washington vorzubereiten. Was für ein Plappermaul! Ich dachte, ihr kümmert euch darum. Wir besprechen das woanders. Wie böse er auch guckt. Oh Mann. Na komm, steh hier schon auf. Gut, unser Assassin kann ich jetzt nicht aufrufen. Ich wollte sie eigentlich aufrufen. Aber das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Assassin's Creed 3. Schaut doch nächstes Mal wieder rein, wenn wir uns jetzt hier durch das Gefängnis durcharbeiten, um irgendwie wieder rauszukommen. Also, bis dahin, reingehauen.